Hallo und willkommen zur Fortsetzung von unserem Kapitel 4 zu Client-Server-Systemen und möglichen Verbesserungen davon. Wo sind wir in der Vorlesung angekommen? Wir sind in diesem Kapitel jetzt damit durch, uns über Dependability-Aspekte allgemein zu unterhalten. Es ist jetzt an der Zeit, nochmal über die Architektur insgesamt nachzudenken. Und insbesondere über die Frage, wie man die Struktur zwischen Client und Server möglicherweise in mehrere Teil-Tiers, Schichten unterteilen kann und wie eine vernünftige Aufteilung der Verantwortlichkeiten hierhin aussieht. Das machen wir folgendermaßen. Erinnern wir uns nochmal an die Struktur von Web-Applikationen. Web-Applikationen hatten bereits zwei und eigentlich hatten wir schon einen dritten Tier damit hinzugefügt. Wir haben angefangen zu sagen, wir haben den Browser als den Klienten. Dort werden Informationen angefragt und es geschieht auch bis zu einem gewissen Grade schon Verarbeitung, zumindest zur Darstellung dieser Informationen im User Interface für den menschlichen Klienten. Der Webserver andererseits speichert Daten, stellt damit einen Zustand dar und manipuliert diesen Zustand gegebenenfalls, wenn es Anfragen gibt durch den Klienten, die diesen Zustand verändern sollen. Typischerweise hatten wir dann schon gesagt, der Webserver ist eigentlich etwas relativ Kompliziertes, das sich in Teilfunktionen zerlegen sollte, bei denen wir zwischen dem Webserver für allgemeine grundlegende Funktionalität und dem Webframework für anwendungsspezifische Funktionalität unterscheiden sollten. Dennoch, diese sind zwei Komponenten, die eng zusammenarbeiten, die auch oft kolloziert sind auf der gleichen Maschine oder zumindest nahe beieinander platziert sind. Im Gegensatz zum Client, der typischerweise weit entfernt sein kann. Und dann hatten wir ja eigentlich uns schon überlegt, dass es plausibel sein kann, noch eine Datenbank hinzuzufügen, um diese Zustandsaufbewahrung explizit zu machen, aus dem Webframework herauszulösen und zu sagen, hier an dieser Stelle ist der gesamte Zustand, den wir brauchen, um unsere Anwendung zu beschreiben, ist an dieser Stelle in dieser Datenbank abgelegt. Ja, das sind ja eigentlich schon drei Schichten, nicht? Client, Server, Datenbank, die sich hier in dieser Webstruktur wiederfinden. Und tatsächlich ist diese Struktur eigentlich ganz typisch, nicht nur für webbasierte Anwendungen, sondern für Client-Server-Systeme allgemeiner. Und das wird dann häufig als die Three-Tier-Architecture oder Three-Tier-Structure bezeichnet. Wir haben etwas, das damit zu tun hat und die Aufgabe hat, sich um die Präsentation der Daten zu kümmern, also das Nutzerinterface darzustellen, Daten zu präsentieren, Auswahlmöglichkeiten anzubieten, mit dem Benutzer zu interagieren, Anwendungsbefehle entgegenzunehmen und zu vermitteln. Im Webbeispiel, das war der Browser plus gegebenenfalls JavaScript-Code. Wir haben nach dem Presentation-Tier den Logic-Tier. Im Logic-Tier vereinigen wir alle Funktionalität, die mit der Anwendung spezifisch zu tun hat, die die Logik, die innere Logik und Semantik der Anwendung darstellt und realisiert. Hier werden Anweisungen verarbeitet, hier wird der Zustand befragt, untersucht, aktualisiert. Und hier müssen auch die Datenbewegungen zwischen den einzelnen Tiers koordiniert werden. In unserem Webbeispiel, das war das Webframework, mehr oder minder mit Unterstützung assistiert durch den Webserver. Und als letztes hatten wir als drittes den Data-Tier. Das ist die Ground Truth, das ist die Wahrheit, das ist der Fakt, die Sammlung aller Fakten für unseren gesamten Systemzustand. Alles andere an anderen Stellen behauptete Dinge über den Zustand kann man als Cache, Zwischenspeicher oder sonst etwas auffassen. In der Datenbank steht die Wahrheit. Das ist der Punkt, auf den man verweist, auf den man zeigen kann, wenn es um die Wahrheit geht. Im Webkontext wäre der Data-Tier eben typischerweise eine Datenbank, oft eine relationale Datenbank, aber nicht notwendigerweise. Möglicherweise auch einfach in einem Dateisystem abgelegt. Das ist von der Realisierung her fast egal. So, schön und gut. Ich denke, es ist eine plausible Struktur, aber das müssen wir jetzt ja auf reale Systeme abbilden. Diese reale Systeme sind nicht perfekt, die haben ihre Nachteile, die haben ihre Schwächen. Also, welchen Herausforderungen müssen wir uns hier stellen? Das ist zum einen Ausfall. Nicht unbedingt Serverausfall, generell Hardwareausfall hier oder Softwareausfall, wie auch immer. Im Presentation-Tier kann mir das fast egal sein.
Das betrifft einen einzelnen Benutzer. Nun ja, und was machen Sie, wenn ein Webbrowser abstürzt? Sie starten den Webbrowser neu. Das ist für den Klienten eigentlich naheliegend, das zu tun. Wenn das im Logic-Tier oder gar im Data-Tier passiert, ist das ein viel, viel größeres Problem. Logic und Data-Tier behandeln viele Teilnehmer, alle Teilnehmer. Der Data-Tier als Ground Truth ohnehin muss verlässlich funktionieren. Also das darf hier nicht passieren, hier müssen wir uns Mühe geben. Presentation-Tier, fast egal im Vergleich. Das sind die Ausfälle. Es kann natürlich auch einfach nur Flaschenhälse geben. Oft aus praktischer Überlegung heraus ist der Logic-Tier der Flaschenhals. Wie kann man damit umgehen? Jetzt kann man sich im Sinne der reinen Lehre in Anführungszeichen auf den Standpunkt stellen, alle Daten sind im Data-Tier. Das heißt, der Logic-Tier, wenn immer es um irgendwelchen Zustand geht, muss immer mit dem Data-Tier reden. Ist das plausibel? Das ist sicher denkbar, aber ist das plausibel? Da ist die Antwort, das hängt davon ab. Das hängt davon ab, welche Muster, welche Datenzugriffsmuster in Ihrer Anwendung eigentlich vorkommen. Und wenn man sich typische Web-Anwendungen anschaut, denken Sie an Dinge wie Einkaufswagen für Webshops, Flugbuchungen, Reisebuchungen, alle solche Dinge, dann haben Sie typischerweise ein Muster, bei dem Nutzer sehr stark Daten einfach nur anfragen, den Zustand dargestellt haben möchten, aber die Manipulation des Zustands ist sehr selten. Anfrage würde bedeuten, welche Flüge gibt es, welche Hotelübernachtungen sind möglich, welche Waren sind im Webshop wann lieferbar. Das sind alles rein lesende Zugriffe auf Ihren Zustand. Eine Veränderung des Zustands ist das Durchführen der Flugbuchung, ist das Bestellen eines Gerätes, ist das Buchen eines Hotelzimmers. Das ist die Veränderung. Wie gesagt, wenn man jetzt typischerweise sich anschaut, wie oft Sie das machen, beobachten Sie sich selbst. Wie oft surfen Sie auf irgendwelchen Webshops rum und wie oft kaufen Sie wirklich etwas? Ich hoffe in Ihrem Interesse, dass das unter Kontrolle ist. Wenn also der lesende Zugriff sehr, sehr, sehr viel seltener ist und typische Zahlen aus Webanwendungen sind etwa 1 zu 100 zu 1 zu 1000, also ein lesender Zugriff kann 1000-mal häufiger sein als ein schreibender Zugriff, dann ist es plausibel, zu sagen, dass wir die Daten, die wir nur lesen, nicht immer unbedingt aus einem Data-Tier holen müssen, sondern unseren Logic-Tier als einen Zwischenspeicher, als einen Cache auffassen können. Wir sorgen aber dennoch dafür, dass alles das, was mit der Konsistenz zu tun hat, im Data-Tier liegen soll. Also wie viele Waschmaschinen von Modell X sind tatsächlich jetzt noch auf Lager? Konsistenz heißt, alle Ihre Logic-Tiers, alle Ihre redundanten Geräte im Logic-Tier, redundanten Geräte, Prozesse im Logic-Tier müssen die gleiche Sicht haben. Es sind noch 3 Waschmaschinen von Typ X da. Aber jetzt merken Sie, das reibt. Einerseits sage ich, diese rein lesende Information noch 3 da, möchte ich verteilen. Andererseits die Veränderung an einer Stelle behalten. Also ich habe Zustand, der eigentlich verteilt ist, aber verändert werden soll. Manchmal, aber doch möglicherweise verändert werden soll. Das müssen wir uns anschauen. Wie gehen wir damit um, dass ich konsistenzrelevante Teile der Information im Data-Tier halte, trotzdem plausiblerweise auf redundanten, mehrfach ausgelegten Servern in meinem Data-Tier repräsentieren kann. Ja, das ist das Bottleneck im Hinblick auf den Durchsatz. Delay, Verzögerung zwischen Client und Server liegt typischerweise eher an Netzpropagierungszeiten, an reiner Distanz zwischen den beiden. Das wird andere Mechanismen erfordern als das. Schauen wir uns auch erst im zweiten Teil an. Schauen wir uns zunächst mal hier die Behandlung von Failern und Bottlenecks an. Failure rufen nach Redundanz. Bottlenecks rufen nach zusätzlicher Leistung. Ist eigentlich fast das Gleiche. Ob ich diese zusätzlichen Systeme jetzt nur für Redundanz oder auch für die Verbesserung der Verarbeitungskapazität einsetze, das hat mit der Organisation meines Standbys zu tun. Warm, Hot versus oder Active Standby. Es ist aber zunächst mal denkbar. Es ist zunächst mal denkbar, meine Last auf mehrere Geräte zu verteilen, sodass im fehlerfreien Fall keines der Geräte maximal ausgelastet ist. Sobald ein Gerät ausfällt, muss ich die Last
auf diese verbleibenden N-1-Geräte zusammenziehen. Die Last wird etwas höher, aber hoffentlich immer noch nicht überlastet. Also, diese Idee zu sagen, wir haben einen Client, einen, mehrere, viele, tausende, Millionen Clients, die mit einem, mehreren, vielen Servern reden, ist plausibel. Aber wie organisiere ich diese mehreren Server? Replikation des Servers ist die naheliegende Idee und das Zusammenfassen dieses Servers in dieser Server in eine Gruppe ist ebenfalls die naheliegende Idee. Ich muss mir allerdings jetzt drei Fragen beantworten. Ein solcher Client sieht zwar vielleicht aus einer abstrakten Sicht heraus jetzt diese Gruppe als Ganzes, naja, aber das ist ja nur eine abstrakte Sicht, das sind Kästchen mit Pfeilen verbunden, dann kann ich natürlich von Client 1 einen Pfeil hier hinziehen. Aber was heißt das denn wirklich? Letztlich muss da ein IP-Paket verschickt werden, in dem diese Anfragen drinstehen. Was bedeutet das jetzt wirklich? Wähle ich jetzt einen dieser Server aus? Muss ich das IP-Paket an alle Server schicken? Muss der Klient das wissen? Wie organisiere ich das? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wie verteile ich, wie sorge ich dafür, dass ich hier Konsistenz sicherstelle zwischen meinen einzelnen Gruppenmitgliedern? Und die dritte Frage ist, wie gehe ich mit Ausfällen um? All das werden wir gleich durch Gruppenkommunikation lösen können. Wobei die Frage, wie gesagt, sein wird, beziehen wir den Klienten hier in diese Gruppe mit ein oder tun wir das nicht? Genau. Damit wir die Konsistenzfrage noch mit im Boot behalten, beziehen wir die Datenbank noch mit ein. Alles das, was konsistenzrelevant ist, alles das, was Schreiben zugegriffen wird, halten wir in einer Datenbank. Und fassen hier diese Server als ein Cache der entsprechenden Teile auf. So, was passiert also? Sie haben hier Veränderungen in einem Ihrer Server. Sie haben eine Bestellung für die Waschmaschine X durchgeführt. Das wird zunächst einmal auf einem Server ausgeführt, auf allen gleichzeitig. Haben Sie ein Active-Active? Haben Sie ein Hot-Standby-System? Wie legen Sie das aus? Machen Sie die Änderung in der Datenbank? Machen Sie die Änderung erst bei Ihren anderen Servern? Wenn Sie sie erst in der Datenbank machen, wann informieren Sie Ihre Kollegen innerhalb Ihrer Gruppe über diese Änderung? Wie stellen Sie Konsistenz sicher? Dummerweise, das ist eine komplizierte Frage mit einer komplizierten Antwort. Da werden wir noch etwas drauf Anlauf zunehmen müssen. Aber auf das läuft es hinaus. Wie kommunizieren wir von außen und innerhalb einer solchen Gruppe? Das ist das Kapitel Gruppenkommunikation. Und wie stellen wir diese Kommunikation so sicher, dass es hier zu einem plausiblen, erklärbaren, nachvollziehbaren Konsistenzverhalten gibt, sodass Sie Änderungen in nachvollziehbarer Art und Weise sehen. Wir werden all das typischerweise unter der Annahme machen, dass dieses Lese-Schreib-Verhältnis, dass das Verhältnis von Leseanfragen pro Zeiteinheit zu Schreibanfragen pro Zeiteinheit vernünftig ist. Dass Sie im Wesentlichen lesende Operationen machen und nur selten schreibende Operationen. Sonst, wenn dieses Verhältnis sich ändert, werden wir hier andere Lösungen benutzen. Aber für Web-Anwendungen ist das eine plausible Annahme. Gut. So, ich glaube, das hier habe ich alles erzählt, was auf dieser Folie steht. Das muss ich nicht nochmal wiederholen. Lassen Sie mich noch kurz auf die Frage von Latenz eingehen. Latenzen bedeutet, Sie haben lange Distanz, über die ein Paket Zeit braucht, diese zu überwinden. Das ist die Lichtgeschwindigkeit im Kabel, das ist die Skewing Delay in den verschiedenen Routern und Switches unterwegs. So, und jetzt ist diese Sache, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Haben Sie hier den Server und den Klienten weit auseinander? Können Sie den Klienten zum Server bewegen? Dann müssen Sie in ein Flugzeug setzen und dann hinfliegen. Das ist vielleicht zu aufwendig. Also ist die andere Idee, wir packen den Server näher an den Klienten. Wir sorgen dafür, dass wir an geeigneten Stellen im Netz Stellvertreter, Proxys unseres Servers vorfinden, sodass Klienten statt mit dem Server mit dem Proxy reden. Führt wieder zu weiteren Problemen. Erstens, wie finden Sie eigentlich einen Proxy? Was ist das? Woher wissen Sie das? Wie können Sie den unterscheiden von einem Server? Weiß ich als Klient, muss ich mich darum kümmern, dass ich mit einem Proxy rede statt mit dem eigentlichen Server? Oder ist das für mich transparent? Halte ich also den Proxy eigentlich für den Server? Und wenn ich ihn gefunden habe und jetzt hier nur lesende Änderungen mache, dann mag das ja nur lesende Zugriffe machen, dann mag das ja alles funktionieren. Was ist, wenn es zu Änderungen kommt?
Naja, das ist wieder harmlos, wenn Client 1 hier endet und Client 2 darauf zugreift. Was ist, wenn es zu Änderungen beim Server selbst kommt, die Client 1 und Client 2 vielleicht sehen wollen? Die letzte Waschmaschine ist jetzt vielleicht doch schon verkauft und sie versuchen, sie dort noch zu bestellen. Das letzte Hotelzimmer ist ausgebucht. Wollen sie im gleichen Zimmer wie jemand anders liegen? Wie propagieren wir Änderungen von Server zu Proxy und von Proxy zu Server? Wo machen wir überhaupt Änderungen? Dürfen wir im Proxy Änderungen durchführen oder müssen die immer im Server oder im Data Tee durchgeführt werden? Das sind die typischen Fragen, die wir in dem Kontext hier im späteren Kapitel, wenn wir über Latenz reden, behandeln werden. So, um das hier noch zusammenzufassen, das ist das Bild, auf das wir gleich hinaus wollen. Wir haben eine Servergruppe, die wir insbesondere für Verlässlichkeit, aber auch für die Erhöhung des Durchsatzes benutzen werden. Wir haben dahinterliegend eine Datenbank. In diesem Teil hier müssen wir insbesondere uns über Konsistenz unterhalten. Wir haben Clients, die die Frage beantwortet haben wollen, wie sie mit einer solchen Servergruppe reden. Und möglicherweise haben wir noch zusätzlich Proxys am anderen Ende der Welt, sodass manche Clients direkt mit diesen Proxys reden. Und auch hier ist wieder die Konsistenzfrage. Wie halten Sie den Proxy auf aktuellem Stand, wenn hier oder in der Datenbank Änderungen durchgeführt werden? Das ist der Fahrplan für die nächsten beiden Abschnitte, bei denen wir uns um das Verbessern des Durchsatzes und das Verbessern der Latenz unterhalten werden. So viel erstmal hierzu als Überblick. Wir gehen dann auf den Durchsatz ein. Zunächst mal danke fürs Zuhören.